Hallihallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Assetto Corsa mit dem verrückten Franken. Ich habe mich jetzt mal für ein schnelles Rennen in Zolder entschieden. Meine Startposition ist Platz 15, die habe ich mir ohne Qualifikation einfach zugeordnet. Und ja, wir sind hier gerade schon auf dem Weg in die, zum fliegenden Start. Und jetzt noch ein bisschen versuchen, die Reifentemperatur irgendwie zu erhöhen. Und jetzt gleich hier voll durchbeschleunigen. Der Bentley ist so nett und macht uns hier auch schon schön Platz. Und wir können hier am Feld schon mal vorbeiziehen. Spät auf der Bremse. Aber der McDowall macht uns hier erstmal die Tür zu. Rechts neben uns ist auch noch einer. Ihr seht es oben in der Mitte. Ja, das war aber ein merkwürdiges Hühnlein. Aber egal. Jetzt dann auch noch fast die Berührung gegeben. Jetzt in den ersten Kurven natürlich versuchen, irgendwie die Reifen auf Temperatur zu bringen. Vielleicht noch den einen oder anderen Platz gut machen. Beim Hase hat es jetzt hier nicht funktioniert, aber wir können es in der Schikane jetzt gleich nochmal probieren. Ein bisschen weit weg sind wir aber schon. Aber schön spät bremsen, neben dran setzen und eben zu zweit reinfahren in die Schikane. Kostet meistens sehr viel Zeit und bringt wenig. Wie zu sehen hier. Aber hier vorne ist noch schon mal noch eine gute Überholmöglichkeit. Da kann man dann spät bremsen. Gut erwischt die Schikane. Das hätte echt kein Meter später sein dürfen. Hier in der Kurve habe ich mal ein bisschen gelupft, weil ich hatte so nicht das Vertrauen heute so ins Auto. Aber jetzt hier die beste Überholmöglichkeit. Schön spät auf der Bremse. Da kann man dann vielleicht zwei schnupfen auf einmal. Zu zweit durch die Kurve. Aber Van der Linde hat hier einen besseren Exit als wir und kann sich wieder vorne dran schieben. Aber es macht nichts, den holen wir dann auch noch. Platz 9 haben wir denn schon intus hier. So, jetzt hier versuchen, über die nächsten 2, 3, 4 Kurven schön nah am Vordermann zu kommen, dass wir dann zur nächsten Schikane uns dann vorbeibremsen können. Ja, hier eigentlich gut erwischt, nicht ganz innen am Körper angekommen, aber ja, ist noch früh im Rennen. Die Reifentemperaturen sind auch noch nicht alle optimal. Vorne rechts sind sie fast ein bisschen hoch, hinten und der Rest eigentlich noch ein bisschen niedrig, aber ja, am Anfang ist halt doch viel Rutschen mit dabei. So, jetzt hier versuchen, schön nah ranzufahren. Das klappt gut, wir saugen uns an. Und dann starten wir hier dieses Überholmanöver. Oh, sehr spät auf der Bremse, die Schikane nicht erwischt. Kann man es trotzdem halten? Oh, was ist das? Die Berührung. So, jetzt nochmal von außen. Wir bremsen uns schön eben dran. Bisschen spät, gehen hier ein bisschen weit. Lassen uns eigentlich Platz, aber jetzt zieht drüber, gibt uns den Schubser. Naja, weiter geht's. Wir ziehen an ihm vorbei. Er hat Speed verloren, als er aufs Kies gekommen ist. So. Jetzt hier wieder die Schikane durch. Adam, mein Freund da vorne, du gehörst mir bald. Ihr habt es gesehen, bisschen weiter ausgekommen, bisschen vom Gas runtergegangen, weil ich wollte mich hier nicht ausdrehen. Hier in der Spitzkehre kannst du auch so viel Zeit gut machen, wenn du hier viel Speed mitnimmst. Ich hatte hier echt viele Fehler gemacht. Am Anfang war ich echt noch gut. Zeiten. Ja gut, die erste Runde hat man jetzt. 4 Minuten 12 ist jetzt nicht unbedingt schnell. War ja auch der Start und Zahl ist dabei. Aber auch hier die erste gezeitete Runde mit 1:34,6 ist jetzt keine Glanzleistung, sind wir ganz ehrlich. Aber da ist ja hier mal schon ein bisschen mehr Schwung mitgenommen, gleich mal 2 Zehntel auf der Uhr. Ja, hier schön erwischt, sehr nah am Körper an, ein bisschen weit ausgekommen, aber trotzdem gut Speed mitgenommen hier. Jetzt schon 4 Zehntel im Delta. Hier kannst du so viel Schwung mit auf die Gerade nehmen und es macht sich bemerkbar. Da kannst du dich ja ansaugen an den Vordermann. Aber wir sind hier noch zu weit weg für die Attacke. Ja, hier wieder ein bisschen was liegen gelassen. Natürlich springt jetzt das Delta sehr hoch, weil wir hier in der Vorrunde den Kampf mit Van der Linde hatten, was natürlich viel Zeit gekostet hat. Aber jetzt sind wir super nah dann hier schon. Wir können uns jetzt hier durch die Kurve
im Windschatten ansaugt. Und schon direkt hier gleich neben dran setzen. Den Schnupfen hier ohne Probleme. Weg hier. Und da vorne fährt dann schon unser Markenkollege, auch ein McLaren. Trotzdem überholt man über hier 2 Sekunden im Delta jetzt. Wenn wir die Zeiten halten können, ist es gut. So, 7. Platz sind wir jetzt mittlerweile in der 3. Runde schon. Da haben wir uns schon gut vorgearbeitet. Natürlich das meiste am Start gewonnen. Oh, den Exit hier nicht ganz so gut erwischt, aber ein bisschen negatives Delta, aber ist alles noch im grünen Bereich. So, hier kann man wieder den Windschatten nutzen. Jetzt ein bisschen ansaugen an dem Vordermann. Aber für ein Überholmanöver noch viel zu weit weg. Das ist. Sind da hier die KIs hier echt früh auf der Bremse. Da verliert man echt viel Zeit, wenn man hinter denen herfährt. So, jetzt, der gehört uns. Aber er lässt nicht viel Platz, ne? Oh, spät auf der Bremse gewesen. Sehr weit ausgekommen. Und er kann sich immer noch halten. Gibt uns auch einen kleinen Schubser. Aber alles gut, den Platz haben wir. Oh! Viel zu schnell reinlaufen lassen in die Kurve und dann fast das Auto verloren. Das hat jetzt wieder viel Zeit gekostet, aber zum Glück konnten wir den Platz halten. War sehr wild, den Curb hier mitgenommen, aber machbar. Ja, der drückt auch gleich von hinten, ja? Erst hier umgurken und dann hier im Heck umfahren, aber ja, wenn man ein, zwei Kurven halbwegs gut erwischt, ne, dann wird das schon ziemlich klein im Rückspiegel, der Kollege. Oh. Ja, im Sandfahren ist jetzt nicht so der Hit. Schreibe ich mal auf meine To-Do-Liste drauf. Nicht im Kies umfahren. Boah, sehr wild hier. Oh, was ist das? Nein! Das Auto versprungen auf dem Curb. Und nein, der will auch noch vorbei. Oh, ihr seht's oben. Der ist schon neben uns. Aber ich kann sehr spät auf der Bremse hier agieren und lasse ihn nicht vorbei. Das war jetzt zwar nicht die schnellste Alternative durch die Schikane durch, aber zumindest konnten wir den Platz halten. Jetzt müssen wir uns wieder an dem Bell hier vorbei arbeiten. Erstmal die Lücke zufahren. Das war jetzt bestimmt eine Sekunde, würde ich schätzen. Der ist schon sehr weit weg, ne? Ihr seht es oben im Delta, 3 Sekunden in der Miese. Eine absolute Glanzrunde von mir. Aber ich glaube hier, wenn wir die nächsten 2-3 Kurven gut fahren, hängen wir wieder in so einem Heck drin. Hier die erste Kurve, da kannst du auch super viel Zeit gut machen. Ja, schön viel Speed mitgenommen. Richtig schön schnell reinlaufen lassen. Hier auch 2. Kurve, guter Midnight Speed, mit Corner Speed. Midnight Speed ist auch wichtig, aber sehr schön früher auf dem Gas gewesen und das sieht man schon, wie er deutlich näher kommt. Na, das wird nichts, Kollege. Oh, das hat wieder gleich so viel Zeit gekostet, ne? Wäre ich doch nur hinten angeblieben. Boah, der ist früh auf der Bremse hier und auf der Kurve. Das könnte auch eine gute Überholmöglichkeit sein, aber die Ecke ist hier deutlich besser. Wenn man hier schön viel Geschwindigkeit mit rausnimmt, kann man sich hier direkt neben dran setzen und schön spät bremsen. Aber die Kurve wieder viel zu weit gefahren. Er ist leicht vor uns.
Aber ich glaube, hier in der Schikane können wir uns jetzt holen. Früh gebremst. Ich wollte ihn natürlich auch... Oi, der gibt mir den Rempler. Was ist denn das hier? Du Bauke hier. Er gibt nicht nach, ne? Aber jetzt haben wir ihn. Guck mal, wir sind dort vorbeigezogen. Aber die Kämpfe kosten halt wahnsinnig viel Zeit. Die Lücke zu den Vordermännern, die ist schon extrem weit. Guck mal, wir sehen sie gar nicht mehr auf der Minimap. Jetzt müssen wir erstmal hier ganz schön reinblockern, dass wir hier uns aus dem Staub machen. Reifendrücke allesamt, also vorne fast ein bisschen hoch, ne? Ihr seht 27,7, 27,8, 9. Ich meine, Optimum ist ja 27,5. Alles, was so 2, 3, also 0,2 oder 0,3 PSI rundum ist, ist noch okay. Wenn es dann mehr wird, wird es dann ein bisschen schwierig. Das werden wir dann im Verlauf des Rennens noch sehen. Da habe ich ganz schön zum Struggeln. So, aber hinter uns die Lücke gleich enorm aufgegangen. Und ich habe... Ich sehe gerade, ich habe das Fenster gar nicht auf, wo man die Abstände zum Vordermann sieht. Unten links. War mir egal, ich habe mich aufs Fahren konzentriert. Und hier möglichst gute Zeiten einzufahren. Und wir sehen, wir haben schon wieder ein bisschen grünes Delta. Das heißt, wenn wir uns gut anstellen, können wir hier schon die erste 31er fahren. Ja, aber die letzte Schikane nicht gut erwischt. Hat wieder ein bisschen Zeit gekostet. Dennoch erstmal die schnellste Runde. So, hier wieder schön viel Geschwindigkeit mitgenommen. Sehr gut. Hier versuchen früh ans Gas zu gehen und dann sieht man es schon gleich, ne? Das Delta schlägt aus. Boah, wahnsinnig früh auf dem Gas gewesen. Ja, hier ein bisschen früh auf der Bremse gewesen und sehr wild über die Curbs gefahren. Aber hat nicht so viel Zeit gekostet, wieder ein Zehntel liegen gelassen, aber das ist echt okay. Boah. Bisschen Rutschen gehabt. Hab da gemerkt, das Auto hat gleich versetzt. Hat auch wieder ein bisschen Zeit gekostet, ne? Ja. Schnell rein, langsam raus, ne? Wir kennen das Spiel. Nicht die geschickteste Strategie im Rennsport, aber... Ah ja, diesmal den Exit hier ist sehr schön getroffen. Gleich wieder ein paar Tausendstel gefunden. Ja, noch nicht die 31er. 32,0. So, jetzt kommt hier einer aus der Boxengasse raus. Ich weiß gar nicht, was der in der Boxengasse gemacht hat. Vielleicht hat er das Nachtanken vergessen oder ich weiß es nicht. Hat mich auch ein bisschen irritiert. Ah ja, guck mal, jetzt habe ich unten das Fenster aufgemacht. Ist das die Bremsverteilung auf 58%? Ich habe die doch auf 57%. Aber wieso ist das Fenster jetzt wieder weg? Kannst du das wieder aufmachen? Bitte? Auf jeden Fall, die Runde wird nicht die schnellste. Oh Gott, wild über die Curbs drüber. Hei, hei, hei. Hier wieder fast den Abflug gewagt. Ich glaube, wir werden dann auch gleich mal einen Sprung machen. Aber wenn ich mich richtig entsinne, passieren jetzt gleich noch zwei, drei wilde Sachen. Die würde ich mir gern vorher nochmal anschauen. Oh, der Klang beim Unterschalten einfach herrlich, ne? Oh ja, da habt ihr es gesehen, hier schon voll quer gestanden. Fast das Auto hier in der Wiese versenkt. Das passiert mir hier gerne in der Kurve, wenn man da ein bisschen zu früh aufs Gas geht.
am Exit. Dann schmiert ihr die Kiste ab. Vorne rechts der Reifen natürlich hier absolut am Kochen. Wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir hier 28 PSI drauf. Ist jetzt nicht geil, ne? Aber dennoch, hier zum Vordermann machen wir schon Boden gut. Oh, wieder hier wild durch die Schikane durch. Das hat wieder gleich 3 Zehntel gekostet. Unglaublich. Da schwächelt dann schon so ein bisschen die Konzentration, ne? Da wieder ein Quersteher gehabt. Das kostet wieder viel Zeit. So, die 90-Grad-Kurve gut erwischt. Konnten wir gleich wieder ein bisschen Zeit im Delta gut machen. Boah, das war sehr, sehr langsam hier durch, aber sah nur so langsam aus. Hat trotzdem Zeit gebracht. Wieder eine 32-0, sehr gut. Der Timo fährt vor uns. Ach, wann habe ich das Fenster aufgemacht? Das habe ich gar nicht gesehen. Hier, 3 Sekunden, 3,4 Sekunden ist er vor uns, der Timo Glock. Boah, diesmal die erste Kurve sehr gut erwischt hier, 2 Zehntel im Delta. Aber in der zweiten ein bisschen zu schnell reinlaufen lassen. Hat gleich wieder gekostet. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier gut durchkommen. Nicht Scheitelpunkte angekommen. Da kannst du dich dann nicht so früh aufs Gas, oder wenn du zu früh drauf gehst, dann dreht dich das Auto so ein bisschen weg. Das ist schwierig. Ich mag den Kurs eigentlich sehr, sehr gerne. Aber die Kombinationen, die Kurvenkombinationen, die er hat, sind relativ anspruchsvoll, wie ich finde. Boah, wieder sehr wild hier über die Curbs, aber trotzdem wahnsinnig fix gewesen. Jetzt schon 4 Zehntel im Delta. Der Timo Glock kommt immer näher hier vorne. Super spät auf der Bremse gewesen. Für nix und wieder nix. Wieder ein paar Zehntel hingeworfen. Die nehme ich in der nächsten Runde wieder mit. Keine Angst. Da wieder sehr gut erwischt die Schikane. Naja, gut. Dachte ich. Aber unser erster 31er haben wir jetzt im Delta stehen oder auf dem Tableau stehen. Sehr gut. Der Timo da vorne nur noch 2,1 Sekunden vor uns. Da können wir doch jetzt bald die Attacke setzen, oder? Oh, ho, 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 ho. Ja, so natürlich nicht, ne? Ja, so kannst du auch mal eine Sekunde wegwerfen. Guck mal. Hei, hei, hei. Jetzt heißt es Nerven behalten, konzentrieren und keine weiteren Fehler mehr einbauen. Damit wir den Kollegen hier vorne noch erwischen, aber na, das wird so nix. Hier den nächsten Fehler eingebaut. Heieiei, und da springt das Delta natürlich gleich auf. Der Timo zieht uns erstmal davon. Hier alleine in der Runde 2 Sekunden verloren. Das sieht auch sehr wild aus. So, aber ich würde sagen, wir machen einen kleinen Zeitsprung. So, jetzt haben wir noch 5 Minuten auf der Uhr, oder ein bisschen mehr als 5 Minuten. Der Timo Glock ist nur noch 1,3 Sekunden vor uns. Und wir könnten vielleicht jetzt gleich mal die Attacke setzen. Aber, oh, was ist das? Nein! Hier voll ausgerutscht. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, die Kurve, das passiert mir öfters. Und jetzt geht natürlich wieder die Lücke auf. Wir verlieren sogar noch kurzzeitig den 6. Platz, sind wieder 7. Aber den holen wir uns gleich wieder. Den lassen wir nicht hier vorbei. Schieben uns wieder dann vorbei. Oh Mann, hier. Diese Flüchtigkeitsfehler kurz vor Schluss. Und wenn du sowas hast, ne, dann ist die Konzentration voll im Eimer. Du bist total verunsichert. Du denkst dir, scheiße, ich krieg gar nichts mehr hin. Ich hatte ja hinten rechts schon die ganze Zeit so ein bisschen Probleme mit dem Duck.
den richtig hoch zu bringen. Und mit dem Ausritt jetzt hier in die Wiese, ihr seht selber, 26,9 hinten, das ist absolut die Hölle. Da kriegst du keine Kurve mehr geschissen. Da schwimmst du einfach nur noch auf der Straße rum. Ich habe das mal für euch nachgerechnet. Also 0,5 PSI sind ungefähr 0,1 Bar, Pi mal Daumen. Ja, aber wenn der Luftdruck schon um so wenig abweicht, dann merkst du das im Auto ohne Ende. Du hast das Gefühl, das eiert nur noch rum. Und ihr seht es auch oben im Delta, ne? 2,1 Sekunden mittlerweile. Jetzt Timo Glock 10 Sekunden vor uns. Ich hatte die Lücke, wie ihr gesehen habt, ja schon fast zugefahren. Aber das macht einem echt fertig. Und jetzt 3 Minuten vor Schluss ist es mit dem Aufholen natürlich auch nichts mehr. Hier die Schikane wieder nicht gut erwischt. Viel Zeit liegen gelassen. Eieieiei. Eine 34,5. Das ist ja... Das tut weh. Das tut weh. Das Problem ist, wenn du hinten nicht genügend Druck hast, dann kannst du auch nicht so schnell ausbeschleunigen. Also du kannst nicht früh aufs Gas gehen in der Kurve, weil dir sonst das Heck wegrutscht. Und um das auszugleichen, ich meine, ja, du musst so ein bisschen aggressiver fahren, um Temperatur reinzubringen. Das habe ich auch versucht, so ein bisschen mehr Rutschen auf der Hinterachse zu bekommen, um einfach die Drücke wieder hochzusetzen. Aber es kostet halt auch viel Zeit und ist halt auch gefährlich, ne, dass du das Auto mal schnell verlierst. Ich meine, hinten links geht es einigermaßen, 27,3, das ist okay. Aber hinten rechts halt 27,0, das ist halt immer noch jenseits von Gut und Böse. Zack, und hier wieder fast das Auto verloren am Curb. So viele kleine Fehlerchen hier gemacht im Rennen. Also der Sieg wäre definitiv drin gewesen, wenn ich weniger damit beschäftigt gewesen wäre, abseits der Strecke zu fahren. Aber ich würde mal sagen, die nächste Runde halte ich mal meine Klappe und die dürft eine Runde den Sound genießen. Ich drehe mal etwas lauter. Ach, immer wieder schön, wenn man den Sound hier genießen kann. Auch für mich beim Zuschauen, herrlich. Aber jetzt sind wir in der letzten Runde. So, zum Timo Glock haben wir nicht mehr viel gut gemacht. 10 Sekunden allerweil noch der Abstand. Aber ich habe jetzt in den letzten Runden auch nicht mehr, also nach dem Ausrutscher auch nicht mehr so extrem gepusht. Denn ich wollte jetzt das Ergebnis halt noch heimfahren. Platz 6 ist jetzt nicht sonderlich gut, aber... es hat trotzdem Spaß gemacht. Wir hatten einige schöne Zweikämpfe dabei. Und ich habe vor, demnächst mal einen anderen Kurs zu fahren.
weiß noch nicht so ganz genau welchen, aber ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich hätte im Sinn entweder Catalunya, also Barcelona, oder den Hungaroring, oder den Nürburgring. Würde ich gerne mal fahren. Muss ich natürlich vorher ein bisschen üben. Barca und Hungaroring kenne ich schon, oder bin ich schon gefahren. Nürburgring bin ich, glaube ich, noch gar noch nicht gefahren, aber da kenne ich den Kurs einigermaßen. Ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr mal was dazu sagt. Und jetzt geht's hier die letzte Schikane. Und dann drehen wir noch eine kleine Pirouette zum Schluss. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ach Quatsch, Light Damage. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Tschüss.